Hallo Guys, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part. Classic Corinus. Boah, ich wollte fast SKO sagen, da gibt's aber direkt Hate, Alter. Leute, Vesson, Saya, wer zum Fick auch immer. Wir machen LP mit Saya, das ist einfach unser Ding an der Stelle. Zaubern, sieht sie aber die hat den Griff ihrer Jagdklinge. Etwas verängstigt. So jagt Klinge. Nein, nicht so. Ich kann mit den Toten reden. Das Ding ist, Vesson erzählt so viel, ne, und labert viel Scheiße, um Leute zu täuschen und zu verarschen, aber er ist wirklich der Meinung, dass er mit den Toten reden kann. So, deswegen murmelt er auch immer in sich hinein, er spricht eigentlich mit einem Toten. Mit seinen toten alten Kameraden Brutus. Ich kann mit dem Toten reden, Alter. Würfel deine 2. Ich glaub dir kein Wort, du offen Scheiße. Wahrscheinlich. Das ist nicht möglich. Ah, doch. Mich hat sie. Schaut sie sicher an. Doch wirklich. Er umklammert den Dolchgriff um seinen Hals. Bevor ich herkam. Ist mein bester Freund Brutus verstorben. Dies hier war mal sein Dolch. Wenn ich diesen bei mir trage, dann kann ich mit ihm sprechen. Jetzt kommt die ganze Lore ans Licht, Leute. So, das Ding ist, so, Vesson ist ein bisschen dumm und ein bisschen wahnsinnig und er glaubt das halt wirklich von sich. Und Saya war halt voll nett und so und deswegen will er ihr damit jetzt auch helfen. Aber, Bruder, I don't know. Es gibt wenig Leute, die Vesson jetzt nicht verarschen würde. Logis, weil er ihn gerettet hat. Saya, weil sie immer nett und korrekt ist. Und Tessaya. Lol, diese zwei Sayas, ne? Vesson ist mal die Angel bei der Strafarbeit, die er machen musste, ins Meer gefallen, weil Logis ihn geschlagen hat. Und er kann ja kaum schwimmen. Und dementsprechend hat Tessaya ihn die Angel aus dem Wasser geholt. Seitdem ist er sehr dankbar ihr gegenüber. Und dementsprechend hat er auch großen Respekt vor ihr. Ja, tatsächlich. Gut, vor Logis jetzt auch, der seinen Arsch gerettet hat, I guess. Und vor Saya auch so ein bisschen. Ah, Saya ist einfach eine nette Seele und sie jetzt auch gegen die Milizen und so. Das verbündet, das schweißt zusammen, Leute. Ja. Deswegen, das ist jetzt so unser Ding. Natürlich sind das alles nur Wahnvorstellungen in Vessons Kopf, ne? Also, er ist nicht wirklich magisch begabt oder sonst was, er ist einfach verrückt. So, das ist der Plan dahinter.
Ja, mal gucken, ob wir Sai vielleicht aushelfen könnten. Mal sehen, mal sehen. Tessai habe ich da drüben übrigens gesehen am Fischen. Ah, wir sind jetzt hier mit Tessai unterwegs. Mal gucken, was wir da machen können. Mir wird recht kalt. Das ist unmöglich. Man kann eine Seele nicht zu 100% aus Belas Reich holen. Sogar wenn ein Hochmagier mit den Toten redet, ist die Seele wie eine leere Hülle. Hey, ich kann es mir auch nicht erklären. Aber irgendwie... Aber seit einer ganzen Weile schon höre ich seine Stimme mit mir sprechen. Glaub mir, ich war kein Magier, bevor ich hier aufgetaucht bin. Aber scheinbar habe ich irgendeine Verbindung zu Belias Reich. So, nochmal, ne? Wessen labert die ganze Zeit Scheiße, um Leute für sich zu gewinnen? Ja, ich bin Meister der Reinlichkeit. Komm, lass mich mal dein Haus aufräumen. Ich werde bestimmt nichts klauen und sowas. Und so weiter. Aber, fuck. Davon ist er wirklich überzeugt. Er ist wirklich der Meinung, er hat eine Verbindung zu Belias Reich. Aber vertrauenswürdig ist das natürlich nicht. Ja klar, ich kann mit dem Toten reden, du. So, und sie weiß, dass er halt die ganze nur Scheiße labert und voll der Tun nicht gut ist. Fuck, Alter. So ist es letztendlich. Das glaubt er halt wirklich. Ich wiederhole mich auch noch 35 Mal, Leute. Oh, ich habe wieder richtig Spaß, die Kay zu spielen. Ist einfach so cool. Ach, gutes MP im letzten Paar mit den Jungs. Und Sarah ist, der uns verfickt nochmal fast umgebracht hat. Ich bin auch noch komplett fassungslos. Das nette Alterchen von damals, weißt du? Richtiger Huso-Move. Hätten wir ihn jetzt irgendwas getan oder geklaut oder so, hätte ich das verstanden, aber wir waren ja nur ein bisschen frech. Vielleicht ein bisschen nervig, ja, aber boy, das war schon hart. Gut, klar, ne, Sarah wusste, ja, logisch, wird ihn dann schon rausholen und so weiter. Ja, ja, bla bla, aber trotzdem. Du lügst mich an und behauptest, es ist eine Todsünde, mit den Toten zu sprechen. Gut. Schluss mit den Spielchen. Sei ja aufrichtig an. Ich lüge und betrüge viel, um Leute für mich zu gewinnen oder sie zu beklauen. Aber dies ist wirklich die Wahrheit. Ich schwöre es dir. Ich kann es mir auch nicht erklären, aber Brutus' Worte hallen in meinem Kopf. Als wäre er neben mir. Wenn es mir gelingen würde, deinen Verlobten zu beschwören, könnte
Könnte ich mich vielleicht für deine Nettigkeit gerade revanchieren mit V, glaube ich, ne? Ja, I don't know. Ich google das jetzt. Wie wird revanchieren geschrieben? Hätte ich mal vielleicht machen können, bevor ich den Scheiß gemacht habe, aber egal. Also geschrieben habe. Revanchieren. Alter, ich bin eine absolute Legende. Ich habe es tatsächlich richtig geschrieben. Ich war noch nie so stolz auf mich, Leute. Bitte, dafür habe ich mir noch ein Like verdient auf das Video, oder? Richtig dreckig so. Nein, nur wenn es euch gefallen hat, Leute. Aber like das Video bitte, ja. YouTube-Algorithmus lässt nicht nach, ja. Ja. Natürlich würde es ihm niemals gelingen, Dogra zu beschwören. So, oder andere Tote. Es prüft dann, entweder du bist verrückt oder sag, glaubst du wirklich, du könntest mit Dogra sprechen? Schaut ernst mit einem ehrlichen Blick zu Saya. Augenscheinlich scheint es so, als wäre er von seinen Worten überzeugt. Ich weiß es nicht. Bis jetzt hat es nur mit Brutus funktioniert. Und von ihm habe ich halt auch einen Gegenstand. Mi deutet auf den Dolchgriff. Wenn du mir einen Gegenstand des Verlobten in die Hände drückst, welcher ihm wichtig war, könnte es vielleicht klappen. Wieder so richtig typisch. Ja, und dann renne ich einfach weg. Mit dem Gegenstand. Diebes-Charm for the win. Aber nein, ohne Scheiß. Das können wir mal probieren. Ba-bam. Die Mucke ist so krass hier, Leute. Komm, Saya, gönn mal. Aber ich glaube, sie hat überhaupt nichts von Dogra, was ihm wichtig war. Ist der Server eigentlich inzwischen ein bisschen gefüllt? Ja, geht. Ja, da ist online. Alle direkt dran machen. Denkt die Augen, sie wendet sich ab mit im Game-Moment. Gut, folge mir. Ein Gegenstand, der ihm wichtig war, habe ich nicht, aber. Aber ich führe dich jetzt zu seiner Leiche. Hat ihr lediglich als Kurzschutz und Seife geschenkt. Nichts davon war ihm wirklich wichtig. Tut mir leid. Wer weiß, ob es klappt und ich tatsächlich ein Medium bin oder sowas. Aber ein Versuch ist es wert. Da ist dir sicher einiges zu sagen, oder?
arme Schlucker. Haben halt nicht viel. Nicht wie wert im... Ah, nein. Im Materiellen. hat er ja irgendwas gegeben? Sein eigenes Kurzschwert war ihm tatsächlich wichtig. Hat es damals von der Hafenbande bekommen. Ja, ich konnte mich nie richtig verabschieden. Vor allem mit auf den nächsten wurde er mir genommen. Das ist furchtbar. Ja, dass es uns für sie leid tut, haben wir schon gesagt. Ich könnte mich auch nicht verabschieden. Naja. Jedenfalls nicht, als er noch geatmet hat. Und nun besteht... Ah ja, stimmt. Hat er recht. Und nun besteht kein Grund mehr für Verabschiedungen. Stimmt. Hast vollkommen recht. Ja. Oh Mann. Der Moment, wenn ein guter Kollege, ein guter Freund, einfach mehr über die Lore deines Charakters weiß als du selbst. Richtig funny einfach. Wie ist er ums Leben gekommen? Moment, etwas unverständlich. Leiser. Soldaten haben unsere gesamte Gruppe getötet. Ich durfte nur am Leben bleiben, weil ich so jung war. Dafür haben sie mir was anderes genommen. Ah, warte kurz. Ja, nee, wir laufen einfach mit. Warte am Tor, ich zieh mich irgendwo um. Am Tor? Wohin gehen wir denn? Der beschissene, abgeranzte Stock einfach. Wir besuchen ihn.
Ja gut, während sie weg ist. Eigentlich würde er sie direkt anmachen hier, die Kleine. Aber lass mal nicht machen. Wir sind hier auf wichtiger Mission. Hat er bitte irgendwie ein Dolch für mich? Ein Wolfszahn hat er auch geil, aber können wir erstens nicht tragen und zweitens absolut scheiße. Und teuer. Können wir uns nicht leisten und können nicht tragen. Sad life. Den Kurzbogen könnte ich mir gönnen. Aber dann haben wir halt immer noch keine Pfeile. Und ich glaube, den Kurzbogen können wir auch nicht tragen. Absolut beschissen. Ach, Enko. Gut, euch zu sehen. Wie ist es euch ergangen? Erst so ein Gruß, Herr West. Ja, ihn jetzt zu beklauen, das Ding ist, Wessum würde es tun, einfach? Ich kann nicht klagen. Sehr schön. Ich leider schon. Dein alter Kerl hat heute versucht, mich umzubringen. Und die Miliz. Pisagt mich auch ständig. Aber naja. So läuft es hier wohl. Die Classic Saya mit ihrer scheiß Fellrüstung. Man kennt sie. Ein alter Kerl? Ja. Ist auch egal. Wie winkt ab. Misha zu Saya. Und dann wieder zu Enko. Naja. Wann jetzt mit euch zu plaudern. Enko wird, glaube ich, auch bald Magier sein, ne? So wie der hier rumläuft. Mit dieser schweren Novizenrobe. Ich sehe das schon. Leute, wie lustig wäre es eigentlich, wenn Wesson, ja, lächelt West entgegen und nickt. Süß. Ja, wollen wir dann oder eher nicht so? Mir schreckt auf, als der Soldat an der Gruppe vorbeigeht. Ja. Kann ich etwas für dich tun, Saya? Wie lustig wäre es denn, wenn wir mit Wessun einfach zum Kloster gehen und nicht zum Hof? Weil er selbst ja so überzeugt ist, dass er magisch begabt ist. Ich würde es feiern. Und dann würde er irgendwann Adebelias. Boah, das wäre natürlich arschgeil, ne? Ein Dieb, der Adebelias wird. Ist ja nicht so schlimm. Nein. Mich zögerlich. Nein. Alles gut. Zwingt sich ein Lächeln auf. Dass Wesson halt selbst schuld ist, dass die Miliz ihn abfuckt, weil er halt ein dreckiger kleiner Dieb ist. Muss Enko ja nicht wissen, ne? Ist gut, Wes und ich wollten Dogra besuchen. Er wird noch diesen Monat beerdigt. Jetzt fragt Enko wahrscheinlich, hä, wieso geht der Wesson mit? Was ist da los, Alter? What the fuck? Nehme ich überhaupt auf? Ja, tue ich, sehr gut. Stimmt, ich werde vermutlich auch anwesend sein, wenn ich nicht anderweitig irgendwo gebracht werde. Okay. Diesen Monat noch.
Nie leise zu sich selbst. Diesen Monat noch. Brutus. Ich und Doga waren zwar nicht mehr als Bekannte, aber war ein guter Kerl. Scheinbar ist der Tod noch sehr frisch. Das würde Doga sicher freuen. Doga hat Enko geliebt. Geliebt. Hab ich gehört. Jeder hat nur gute Worte für diesen Dogra. Scheinbar war er echt ein guter Kerl. Komisch, das so zu schreiben und so zu sagen. Das war er, hat immer geholfen. Ja, war sein Ding. Geholfen? Wobei denn? Oh, hier und da. Die nice Corinnes-Mucke. Leute, hättet ihr mal Bock, dass ich die Corinnes-Mucke mal komplett ausmache und wir stattdessen irgendwelche andere Musik hören? Denn langsam, so nach 100 Parts, nagt sie schon so ein bisschen an meiner Psyche, Leute. Allgemein, er war Heiler und hat sich um die Verletzten gekümmert. Ein Heiler. So, so. Wer würde denn einen Heiler... Schaut so. Schaut Etap zu Saya. Und dann wieder zu Enko. Verstehe. Wie dem auch sei. Doga war der Beste. Er war nett, liebvoll, ein Heiler. Den Geschenk in uns unabhängig von Stand und Herkunft bewahrt hat. Er verstand sich darin, körperlich sowie seelische Wunden zu heilen. Die sind alle zu jung, um Saras zu sein. Große Schwester Eala. Mich schaut Eala hinterher. Ich schau mal, was ist. Was mit der großen Schwester auf sich hat. War das gut, Enko? Mie verbeugt sich leicht und würde dann losgehen. Gut, gut. Enko ist auch ein guter, hat uns einfach instant Gold geschenkt und was zu fressen. Und ja, in der Theorie würden wir ihn beklauen, aber jetzt gerade ist schlecht. Jetzt gerade ist einfach schlecht. Denn wir haben hier noch zu tun. Wie lächelt. Selbstsicher zu Eala und Eleanor. Hallo, die reizenden Damen. Welch schöner Anblick, euch hier anzutreffen.
Puh, ich hab dich eingeholt. Ich wollte ein schwarzes Kleid bei dir bestellen, für Dogras Beerdigung. Ich glaube, fertig ist er noch nicht. Sagt Arman irgendwas. Woher kenne ich Elinor? Hallo Wes, kann man helfen? Ganz gewiss, Frau Elinor. Muss jetzt Elinor nach Beuteln oder auffälligen Taschen. Ich habe mich gefragt, ob ihr später etwas Zeit hättet für einen kleinen romantischen Plausch. Sein selbstbewusstes Lächeln bleibt in seiner Visage. Natürlich, den Umständen wegen werde ich dir mäßig machen. Nur 400 Gold. Muntert. Wir sind nur knapp zu. Mir beide. Braun, als er den Preis für das Kleid hört. Ich passe. Bisher verkleidet sie wohl nichts dabei. Zu schade. Das ist lieb, danke Schwesterchen, voll süß so. Aber solltet ihr es euch anders überlegen, Frau Elinor? Frau Elinor, dann nur keine Scheu. Ich verspreche euch meine Gesellschaft wird eine angenehme sein. Die zwinkert Elinor zu. Wann es stattfinden wird? Absolut nerviger Typ, so. Oh, das ist genau mein Jam. Ja, es gibt einen Aushang, es ging Ende des Monats. Freitag, 21 Uhr. Ehrenwert. Ihr könnt euch sowas ja vielleicht verdienen. Hört euch ruhig mal um und sagt mir, was auf der Insel so passiert. Verdienen ist genau meins. Ich bin ein sehr hart arbeitender Kerl. Müsst ihr wissen. Was genau interessiert euch denn? Gut, komm einfach nächste Woche vorbei. Deine Maße hatte ich schon mal genommen, oder? Wir hätten eigentlich genug Geld für so ein Laienhemd, ne? Aber scheiß drauf, wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir wollen jetzt die nekromantischen Skills vom Wesson auspacken, Leute. Ich glaube nicht. Wenn du magst, können wir das kurz erledigen. Alles, was irgendwie nennenswert ist, das beurteile ich am Ende selbst. Soll nicht euer Schaden sein. Lächelt schelmisch. Ich werde euch bald aufsuchen. Edle Dame Elinor.
Ich erwähle mir etwas zu euren Gunsten auf. Dann machen wir das. Wir haben jetzt sogar eine Tür. Da können mich die Gaffer mal. Soll ich den Vertrag eben kurz geben und es weiter Saharas? Frau Ada, habt ihr vielleicht etwas Kleidung für mich über? Auch mein Problem sind die Gaffer. Na dann, sie hebt die Scheu knapp und sie wieder zu Zaya. Voll unhöflich grätsch einfach in das Gespräch zwischen den beiden jetzt ein. Ich meine, 150 sollten genügen für ein Leinenhemd. Das wäre ja schon mal geil. Wir zahlen der Kundschaft immer, sich was zu tun. Aber erst wird sich um Sarah gekümmert. Natürlich. Stimmt, Boris sagte was, dass er eine Tür eingebaut hat. Wurde auch mal Zeit. Stellt er jetzt halt zu und winkt sie mit sich. Misha den beiden Frauen hinterher und folgt ihnen. Auf bald, Frau Eleanor. Schrei nicht so. Sahara, es kommt einfach wieder rum. Euch brauche ich gleich. Was ist denn? Irgendein Saharas. Naja, okay. Hab den Katzenbesitzer gefunden. Ich schau nach hinten. Katzen? Ach nee. Nicht der schon wieder. Verdreht die Augen durch den Vertrag. Dann regel du das mal. Vor allem Kollege Langfinger mit seinem Spielzeugstänk hier. Ich warne dich, alter Mann. Nochmal so eine Scheiße. Lasse ich mir nicht gefallen. Außerdem bin ich kein Langfinger. Nein, nein. Vorgezahlten Pachten hat er uns überlassen. Du meinst hier überhaupt niemanden. Misha den alten Mann herausfordernd an. Sagt wer? Direkt Stress hier. Meister, Bartolomeo Cerberus, willst du nun wirklich eine arme Frau aufhalten, die gerade auf dem Weg ist, sich die Maße für ein Kleid für die Beerdigung des verblichenen Partners nehmen zu lassen? Sie seufzt. Sage ich. Tja, was du sagst, ist mir aber ziemlich gleich, Alter. So eine Respektlosigkeit. Ein Tötungsversuch. Du
Ist halt. Ist halt nicht so leicht vergessen. Naja, bei Sal drücke ich ein Auge zu, aber diesen Schmarotzer hier soll seinen Stecken gefälligst am Tor abgeben. Ich wollte eh gerade rausgehen. Alter. Ich kann kaum schwimmen. Du hast mich fast umgebracht. Du Drecksack. Beruhigt euch bitte beide, bitte. Mir schaut zu Eleanor und atmet tief durch. Stimmt. Alte Hunde lernen eh keine neuen Tricks mehr. Wieso sollte ich? Wer ist die Tischleise? Das ist sicher noch ein, sicher deine Aufgaben zu erfüllen. Geh es halt, wieder, werden wir den Herren schon befassen. Warte, oder lernen eh keine neuen Tricks mehr. Wieso sollte ich meinen Atem auf diesen Drecksack verschwenden? Oder gleich eine Runde im Hafen spazieren gehen? Ach, ebenfalls näher. Ich schlage keine alten Säcke. Wie wendet sich dann gelangweilt? Wie wendet sich dann ab? So aussehen jetzt diesen selbigen Lauf. Verdammte Scheiße, Opa. Jetzt reicht es aber. Drei, er klatscht sich gegen die Stirn und sie wird sofort zwischen beide gehen. Es reicht nun. Zwei. Das wird jetzt lustig. Du gehst jetzt bitte. Wollte ich gerade tun, bevor dieser Psychopath seine Waffe ziehen musste. Mir rollt mit den Augen und geht einfach weg. Komm mir hinterher, mein Junge, komm. Das wird lustig. Wir landen zwar im Dreck. Ja, renn so schnell du kannst. Wir warten hier einfach mal auf Saya in der Hoffnung, sie kommt nochmal vorbei. Wobei, eigentlich dumm. Wir wollen ja auch Kleidung kaufen. Lass mal lieber außen rumgehen. Und dann zur Schneiderei. Ich hätte mich gerne mit ihnen da geprügelt, aber... So, der Hitzkopf Dogra, der hätte kein Problem, direkt sein Schwert zu ziehen und gegen den Alten vorzugehen, ja? Aber es ist halt kein dummer Junge. Der hat halt nur einen scheiß Stock und der hat einen Degen. Bruder, lass mal gehen. Wir gehen einfach ganz geschmeidig hier entlang. So, da redet er weiter mit ihm. Sehr schön. Der wird uns sehen, wenn wir so lang gehen. Ich gehe mal außen rum. Oh, Tessaya. Die können wir auch anlabern. Aber nee, lass mal nicht machen. Wie gesagt, Kleidung wäre schon cool. Ich glaube, wir haben sogar genug Gold für irgendeine schäbige Scheiße. Ja. Wird schon passen. Scheiße, die Miliz, einfach überall, Leute. Und Zena hat nur mit Fäusten gekämpft. Worum soll ich mich denn alles kümmern? So, gehen wir einmal hier rum.
Was für eine Nervensäge, dieser Alte. Lehnt sich an die Wand. Ja, wir warten, bis sie mit Saya fertig ist. Und dann im besten Fall können wir tatsächlich auch ein bisschen Kleidung kaufen. Mal schauen. Aber die Warterei erspare ich euch, Leute. Mal gucken, wie lange haben wir schon aufgenommen? Ja, ich würde sagen, wir beenden den Part an der Stelle. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten wieder. Haut rein. Ciao.